So, hallo ihr Lieben, heute geht unsere Reise weiter. Wir haben ja letzte Woche haben wir in Afrika unsere Reise beendet und waren noch ein bisschen am Strand und fliegen jetzt von Afrika nach, Sandro, weißt du wohin? Ja. Wohin? Nach Afrika. In Afrika. Nein, nach Indien fliegen wir. Ja, der Sandro fliegt wieder mit. Wir haben spannende Abenteuer in Indien. Ja, Indien ist ein großes Land, wo es Tiger, Elefanten, Löwen gibt, auch Krokodile, wie in Afrika auch. Und im Norden gibt es ganz, ganz hohe Berge. Das ist der dritthöchste Berg der Welt. Der ist so hoch, wie die Flugzeuge fliegen. Also richtig, richtig interessantes Land mit ganz vielen Tempeln. So, und jetzt fliegen wir los. Ah, nee, Gorillas gibt es in Indien nicht, nein. Gorillas gibt es in Indien nicht. Aber bevor wir losfliegen, müssen wir zuerst unsere Tasche packen. Sandro, was nehmen wir mit? Schuhe. Schuhe. Also, wir packen jetzt mal Schuhe in unseren Rucksack rein. Ja. Und dabei bitte ganz gut in die Hocke. Alle Schuhe in den Rucksack. Dann nehmen wir unsere Hosen. Wir brauchen die Hosen. Holen wir unseren Hotelschrank raus und tun die wieder rein. Genau. Dann holen wir T-Shirts. Oder? T-Shirts. Ja. T-Shirts. Da ist deinem Schrank im Rucksack rausholt, ganz runtergehen und rein tun in deinen Rucksack. Ja, und dann rein in deinen Rucksack. Ganz tief und rein in deinen Rucksack gehen. So, genau. Ja, super. Und als nächstes holen wir noch ein Fernglas. Fernglas, damit Tiere sind. Tiere, den Fernglas auch im Rucksack. Ja. Und was brauchen wir noch? Taschenlampe. Taschenlampe, genau. Wir gehen vielleicht auch in eine Höhle. Taschenlampe. Und machen das da rein. Es gibt eine Höhle mit ganz vielen Fledermäusen in Indien. Und was machen wir noch? Gabel. Gabel und Messer. Okay, zum Essen noch. Gabel und Messer. Tun wir auch rein. So, Rucksack gepackt. Haben wir alles? Nein. Was fehlt noch? Was willst du nehmen? Essen. Also, Essen nehmen wir auch noch mit. Wollen wir es auch kaufen können, aber Essen tun wir auch in den Rucksack. Immer runter in die Hocke, Sandro, zum Rucksack packen. Genau, so super. Und jetzt fliegen wir los, ja? Rucksack aufsetzen. Wir laufen zum Flugzeug. So. Und jetzt fliegt das Flugzeug los. Wir fliegen nach Indien. 10 Stunden, das ist ganz schön lange. Ich denke, genau, müssen wir mehrere Kurven machen hier. Und nochmal Kurve. Jawohl, genau, ganz schnell. Und jetzt sind wir gerade über Wasser, über den Indischen Ozean sind wir. Und wir landen im Süden von Indien gleich. Wir landen gleich im Süden von Indien, ganz tief. Jawohl, super, sehr gut. Und wir sind gelandet. Nehmen wir uns Rucksack und gehen ins Hotel. Zuerst mal. Ah, im Hotel stellen wir den Rucksack hin. So, und dann gehen wir erstmal an den Strand, würde ich sagen, oder? An den Strand? Krokodile. Ja, da gibt es keine Krokodile da, wo wir jetzt hingehen. Und dann legen wir uns erstmal auf den Bauch und wir sonnen uns erstmal ein bisschen hier. So. Oder Haie. So, da gucken wir gleich nach den Haien. Genau, wir gucken letztes Mal, wie wir in Afrika auch gemacht haben, schauen wir gleich nach den Haien und nehmen die Hände hoch so. Dann drücken wir uns hoch und gucken mal, ob im Wasser Haie sind. Sind da Haie, Sandro? Siehst du welche? Echt? Ja. Oh, wo denn? Ich sehe noch keine. Ja. Bleib unten da. Oh, da ist ein Hai. Guck mal da. Heb mal die Hand hoch, zeig mal auf den Hai. Genau, super. Und da drüben auch. Andere Hand mal hoch und zeig mal darüber. Ja. Nee, so bleib. Guck mal, so guckst du nach dem Hai. Ja, guck mal. Genau. Oh, legen wir uns wieder auf den Bauch. Da gehen wir lieber nicht ins Wasser und bleiben mal noch so ein bisschen liegen. Ja? Komm, wir legen uns mal anders hin, dass die Sonne auch auf den Bauch kommt. So. Nein. Ich mag in den Wasser fahren. Ja, wir gehen gleich. Aber besser Sonne auf den Bauch. So, ich mache den Kopf hoch und guck mal, ob die Haie noch da sind. Die sind noch da. Ist noch da? Ja. Wo denn? Da, zeig mal nach vorne. Wo ist der Hai? Ja. Da. Und zeig mit beiden Händen nach vorne. Ja. Ja, super. Da sind die Haie. Ja. Oh, okay, dann legen wir uns mal hin. Wir gucken gleich noch mal nach den Haien. Kopf hinlegen. Und nochmal hoch. Wir gucken nochmal nach den Haien. Guck mal, zeig mit den Händen.
Beide Hände? Das sind noch ein Haar. Ja, Kopf hoch, Sandro, du siehst ja gar nichts. Genau, super. Sehr, okay, das setzen wir uns hin. Dann gehen wir ins Wasser? Ja. Trotz Hai? Ja, bist du mutig. Echt? Ja. Also gut, dann legen wir uns auf den Bauch. Und komm, wir springen mal ins Wasser. Ha? Wir stehen auf, gehen so tief runter und dann springen wir ins Wasser. Yeah! Und jetzt schwimmen wir. Kommt ein Hai. Oh, da müssen wir so ganz schnell schwimmen. Ganz schnell, Hände hoch, Arme hoch. So genau, ganz schnell. Ganz schnell. Oh, wir sind weg vom Hai. Und wir können das so schwimmen. So schwimmen. Ja, super. Oh, komm, bleib um. Ich bin in den Strand. Bist du am Strand schon wieder? Ja. Okay, sind wir am Strand. Nehmen wir uns ein Boot, fahren ein Boot? Ja. Ja? Also, wir nehmen ein Paddelboot, setzen uns hier so auf den Popo. Ja, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, denn wir paddeln mit den Füßen so. Immer so vorwärts. Das heißt, euch so vorwärts schiebt. Genau, sagt er. So ist gut, super. Kannst du auch so machen. Jawohl. Und wir drehen wieder um. Und wir paddeln wieder zurück. So, ihr könnt so machen und ihr könnt so machen. Aber die Hände sind an den Rudern, Sandro. Komm wieder zurück. Und komm wieder zurück. Und wir paddeln wieder. Die Haie kommen auch auf uns zu. Die Haie kommen auf uns zu. Ja, die wollen ein Spielzeug von uns. Die wollen schon ein Spielzeug von dir. Haben letztes Mal schon ein Spielzeug bekommen. Und wir drehen wieder um. Aber ich habe viel Spielzeug in meine Hosen. Ja, also gib dem Hai mal ein Spielzeug. Ich warte mal, ich paddel. Ich mach so. Okay, dann schnell. Okay, und weiter geht's. Und wir packen weiter. Aber der Hai will gut. Von den Haien in den anderen, in den fremden Hai haben. Gut, dann stehen wir auf. Der will auch ein Hai von mir haben. Jetzt gehen wir weg vom Strand, Sandro. Ja, weil die Haie haben jetzt Hunger und da wird es gefährlich. Jetzt gehen wir weg vom Strand und wir machen einen Ausflug. Ein Ausflug im Süden von Indien. Findet ihr noch ganz wenig Löwen, nämlich. Jetzt habe ich von dem Strand, jetzt ist das von dem Rad, von dem... Ja, hast von du deinen Zahn, was du weißt, Sandro? Weg von seinen Rädern gefahren, und dann okay. Ist das Wasser dann... Das halt voll. Gut, hast du dein Fernglas dabei? Ja. Hör mal, Fernglas raus, dann gucken wir, ob irgendwo Löwen sind. Sind da Löwen? Ja. Wo sind Löwen? Oh, lass mal sehen. Oh, da sind Löwen. Genau, da sind die Löwen. Ja. Oh, los, da geh mal näher hin an die Löwen. Puh, nicht so nah, dann wird es gefährlich. Sonst kommt der. Ich glaube, der Löwe hat nämlich Hunger. Die sind ein bisschen kleiner als in Afrika, die Löwen da. Siehst du? Oh, der kommt, Sandor. Und schnell weg, der kommt, los. Oh, hingefallen, schnell weiter. Komm, schnell. Schneller. Da frisst dich so der Hunger. Schnell. Ja, oh, gut und stopp. Oh, der kommt von da, schnell weiter in Richtung. Oh, der Löwe, der kommt schon wieder. Mann, diese Löwen. Unglaublich, auch schneller, nicht hinfallen. Schnell. Ja. Schneller sein. Genau, muss schneller sein. Löwe, komm. Und stopp. Ich hab den Vorteil genommen und den Löwe getroffen. Okay. Ist aber böse, dass ein Löwen nicht erschießt. Dafür gibt es immer so viele. Ich glaube, du hast daneben geschossen, Sandro. Nein. Jetzt können wir nur normal laufen, Sandro. So. Weißt du, was es noch gibt in Indien? Weißt du, was da noch gibt? Aber da kommen wir erst nachher hin. Wir sind ganz im Norden oben. Wir sind gerade unten im Süden. Wir müssen nachher ganz nach im Norden hoch. Da sind die Tiger. So, was gibt's noch? Und dann kommen Schlangen gibt's da. Das sind so Schlangen, die kommen so. Da ist der Schlangenkopf und dann geht so. So sehen die Schlangen aus, die Kobras. Ja, die sind so. Da ist der Kopf immer. Und dann geht die so, die geht so hoch und der Teil ist auf dem Boden. Ja, müssen ein bisschen aufpassen. Wir laufen auf den Boden, gucken. Und hopp, oh, Schlange drüber springen. Jawohl, Schlange drüber springen. Oh, da ist noch eine, drüber springen. Ihr müsst ganz über den Kopf drüber springen. Die ist da so oben. Hoch über den Kopf. Ganz hoch. Ja, drüber. Und nochmal, da ist noch eine, guck mal, da hoch. Jawohl, super. Puh! Oh ja, genau, das ist wieder eine! Nein, oh, ganz viele Schlangen sind da! Oh Mann! Und nochmal springen! Jawohl! Nein. Super! Ganz hoch!
Nochmal, Sand, da ist nochmal, guck mal da. Ja, spitze. Sehr gut. Puh, das war anstrengend. Ja. So, dann setzen wir uns hin. Oh. Würde ich sagen. So. Ja, ich habe voll ein Durst. Hast du voll Durst? Also machen wir erstmal. Nehmen wir erstmal unsere Flasche, machen die auf, was trinken. Meiner ist jetzt leer. Ist schon leer? Okay. Jetzt können wir sie ja nicht auffüllen. Wir müssen erstmal noch ein bisschen weiterlaufen. Ja, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Mitte von Indien. Ja? Dann gehen wir in den großen Fluss. Okay? Ein Krokodil? Ja, da können wir Krokodile sehen. Das könnt ihr vielleicht erinnern, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Wir machen das gleich nochmal. Ja. Wir gehen gleich an den großen Fluss. Da ist der große Fluss hier. Da ist der große Fluss. Da können wir unsere Wasserflaschen füllen. Also müssen aufpassen, ja? So wie letztes Mal auch. Aufpassen, wenn das Krokodil nämlich kommt, müssen wir ganz schnell wegrennen. Hier, zack, zack. Da kommt Schwimmig! Oh, und wieder hin. Wir müssen die ganze Stunde nicht voll die Wasserflasche. Nochmal voll machen. Ich hoffe, ihr erinnert euch an die Übung. Ja? So, schnell, schnell. Und weg, das kommt schon wieder. Jawohl. Und nochmal hin. So. Nein, magst du nicht? Dann bist du gar nicht mal mit dabei auf der Reise. Du kannst nicht gefressen werden, Sandor. Und weg! Schnell. Jawohl. Und nochmal hin. Und ist nicht voll. Einmal noch, dann ist sie voll. Und los. Jawohl, super. Sehr gut. So. Ist doch nicht voll. Doch, die ist jetzt voll. Also einmal noch, meine ist schon voll. Da kommt schnell weg. Das kommt sehr doch schnell weg. Ja, spitze. Und jetzt komm her. So. Und in der Mitte von Indien gibt es auch eine Höhle. In die Höhle gehen wir jetzt rein. Ja? Da ist ganz dunkel. Was brauchen wir da? Ein Taschenlampe. Die Taschenlampe. Zieh mal die Taschenlampe nach vorne. Dann laufen wir so durch die Höhle durch. Ja. Dann kommt ein Fledermaus. So. Und die Höhle wird immer kleiner. Die wird immer kleiner, die Höhle. Immer kleiner. Ganz runter, Sandra. Oh, ganz runter. Genau, jetzt musst du schon hier krabbeln. Krabbeln. Krabbeln, Sandra. Du brauchst nicht kriechen. Das reicht zum Krabbeln sein. Du kannst auf allen Vieren bleiben. Wenn wir auf den Knien, auf den Händen sein. Ihr könnt noch krabbeln hier. Sagen wir schon, ja, genau so. So, sagen wir weiter. Krabbeln. Oh, jetzt wird's ganz eng sein. Jetzt müssen wir durch. Durch, weiter. Los. Oh, dein Popo im Gesicht gehabt. Schnell weiter. Ja. So ist gut, sagen wir. Genau. Jetzt sind wir in einer ganz kleinen Höhle. Da müssen wir durch diesen Gang durch. Oh, müsst euch ganz klein machen. Oh, ich sehe da vorne schon die große Höhle. Siehst du vorne die große Höhle? Guck mal da. Jetzt sind wir gleich durch. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Okay, jetzt können wir wieder auf alle Viere gehen. Alle Viere wieder. Oh, die Höhle wird wieder größer. Und jetzt können wir schon hier auf die Füße gehen. Und können sie zulaufen. Na, Puppe runter. So groß sind wir nicht. Genau. So, weiter, weiter, weiter. Ja. Weiter. Und jetzt können wir langsam aufstehen. Yeah. Oh, und da guckt, da sind die Fledermäuse. Da müssen wir das Licht ausmachen. Denn sonst erschrecken die Fledermäuse und dann fliegen die uns alle hier entgegen. Okay, wenn Fledermäuse kommen, müssen wir uns ganz klein machen. Ja? Okay? Also guck mal, da sind die Fledermäuse. Überall in der Decke hängen Fledermäuse. Die schlafen nämlich an der Decke oben. Oh, wir haben sie geweckt, sie kommen schnell runter. Ganz klein machen. Ganz klein. Ganz klein, jawohl. Oh, jetzt sind sie weggeflogen. Jetzt können wir aufstehen. Können wir ein bisschen gucken. Da kommen wir weiter in der Höhle. Oh, da drüben sind noch mal welche. Guck mal, Taschenlampe aus, sonst machen die auf. Oh, genau, schnell ausmachen, Taschenlampe. Guck mal, da. Oh, da stinkt es da drin, ja? In so einer Fledermaushöhle stinkt es. Ih, geht. So, guck mal da. Oh, da kommt sie wieder, schnell runter. Runter, runter, runter. Die müssen über uns hinwegfliegen. Die müssen denken, das sind ein Stein. So klein müssen wir sein. Die Fledermäuse fliegen über uns drüber. Okay. Puh. Jetzt sind alle Fledermäuse raus. Jetzt müssen wir wieder raus aus der Höhle, Sandra. Dann müssen wir uns erst wieder klein machen. So, erst wieder auf allen Vieren krabbeln. So. Genau. Dann müssen wir uns ganz klein machen. Wieder durch diesen ganz kleinen Gang da durch. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir, Sandra. Oh, noch weiter.
Oh, dieser Gang ist so eng. Da ist so dunkel. Warte mal, mach mal. Kannst du deine Taschenlampe anmachen? Ja. Ja, jetzt sehe ich wieder was. Super, Sandra. Sam, jetzt könnt ihr ein bisschen auf allen Vieren gehen. Jetzt ist der Gang wieder größer ein bisschen. Oh, die Höhlen, die sind ganz schön fies. Die sind ganz klein manchmal. Genau, weiter. Da ist draußen. Ja, da ist draußen, genau. Jetzt können wir, du siehst das Licht schon. So, jetzt können wir auch hierher. War spannend mit diesen Fledermäusen, ha? In der Höhle drin. Aber es ist ganz schön dunkel. So, dann setzen wir uns mal wieder hin. Machen erstmal eine Pause, würde ich sagen, gell? So. Jetzt fliegen wir gleich wieder, Sandra. Ja? Und wenn wir fliegen, müssen wir. Wir gehen dann nämlich gleich in den Dschungel und dann sehen wir einen. Ein Tiger sehen wir dann. Ein Tiger ist ein sehr schönes Tier, ist aber sehr gefährlich, der Tiger. Ja? Gefährlicher als ein Löwe zum Teil. Okay? Er kann auch Menschen fressen. Genau, das macht er auch. Ja? Der beißt auch manchmal Menschen und dann tut das ganz doll weh. Und wir müssen auch weglaufen. Ja, dann müssen wir da weglaufen. Jetzt ziehen wir aber erstmal unsere Dschungelklamotten wieder an. Kannst du dich daran erinnern? Wir brauchen erstmal eine richtige Dschungelhose. Zu der Dschungelhose, die ziehen wir jetzt über die Füße drüber. Füße auf den Boden stellen, legt euch hin. Und jetzt zieht ihr den Popo hoch. Ich zeige es mal so. Wenn wir da liegen, sagen wir. So, und jetzt Popo hoch, dann könnt ihr die Hose über Popo hochheben. So, genau, Popo schön oben lassen, weil die Hose ein bisschen schwierig ist, drüber zu ziehen. Und jetzt ein Knoten. Sie liegt ganz hoch, genau, Popo hoch und jetzt vorne einen Knoten machen, genau. Die Dschungelhose ist ganz wichtig, damit nicht die Ameisen zu was unten reingehen in das Hosenbein. Ja? Dann ist so eine Dschungelhose sehr wichtig, nicht so schön. Die zwicken und beißen dann. So, jetzt brauchen wir noch Stiefel. Ja. Dann machen die Beine lang. So, nicht so, sondern so. Ganz rund mit den Knien. Und dann ziehen wir hier vorne den Stiefel ab. Über einen Fuß drüber. So, machen den zu vorne. Und über die Hose drüber. Ja? Also Stiefel über die Hose. Und andersrum. Yes. So. Stiefel über Hose. Und einen Knoten. Und einen Knoten. Genau, super. So, jetzt stehen wir auf. Und dann gehen wir in den Dschungel. Jetzt sind wir schon ein bisschen bei dem Norden oben von Indien. Und dann gehen wir in den Dschungel wieder. Und wir müssen wieder hier das Gebüsch wegmachen. Hier. Ganz das Gebüsch immer wegmachen. Ja, sind wir sehen. Oh ja. Genau, müssen wir, komm, wir gehen mal so rum. Da sind da noch ein paar. Oh, hast du es gehört, Sandra? Hast du es gehört? Das Tiergebrüll? Komm her, komm her. Komm her, wir müssen runtergehen. Ganz runter. Nein, so, so in die Hocke. So, auf die Füße. Auf die Füße, so wie ich. Ja, wir müssen vielleicht gleich wegrennen. Guck mal, da ist der Tiger. Siehst du den Tiger? Oh, ist der groß. Und der gelb-schwarze Streifen im Fell. Schwarze Streifen im Fell. Und sein Fell ist so braun, mit schwarzen Streifen drin. Oh, der kommt wieder auf uns zu, Sandor. Der kommt auf uns zu. Sandor, wir müssen weg, los geht's! Genau. Oh, jetzt ist er weg. Ja, Tiger ist weg. So, erzähl mir. Elefanten. Ja, gibt es Elefanten. Indische Elefanten haben ganz kleine Ohren. Die afrikanischen Elefanten haben Riesenohren. So, erzähl mir. Indische Elefanten mit kleinen Ohren. Ha? Die sind lieb, die Elefanten. Ja, kann auch auf den reiten. Aber nicht auf den ganz wilden im Wald. Ja, und wir sind die ganz wilden im Wald. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Vorsicht, wäre ich vorsichtig. Nicht so nah rangehen, vor allem nicht, wenn sie Kinder haben. Jetzt haben wir mal einen Elefant, Sandor. Kannst du einen Elefant machen? Ja. Das sieht so aus. So. Und jetzt stecken wir hier, einer Nase festhalten und mit der anderen Hand hier, hier durch. Und jetzt laufen wir mit dem Elefant her.
Ja, genau so. Mach mal ein langes Rüssel. Du hast einen ganz kurzen Rüssel. Mach mal ein langes Rüssel. Mach mal hier ein langes Rüssel. So, jetzt. Und jetzt hat deine Nase fest. Und das ist dein Rüssel hier. Da kannst du nachfassen. So, mach mal ein Elefant hier. Tschüss, so. Ja, ja. Und jetzt mach mal einen anderen Elefanten. Jetzt gehen wir mit der anderen Hand in die Nase. Und stecken die andere Hand als Rüssel hier durch. So, da ist der Elefant, hallo. Genau, die tröten immer so. Wie der Rüssel. Wie Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen hat Riesenohren. Der ist ein afrikanischer Elefant, glaube ich. Genau, und wir wechseln nochmal. Andere Hand nochmal in die Nase. Und nochmal Rüssel bauen hier. Genau. Warte mal. Guck mal auf meine Form. Alles gut. Können auch mal ein bisschen nachgreifen hier. Und noch einmal wechseln. Letztes Mal. So. Und die Hand wieder durchstecken. Ja. Was haben wir? Auf dem Elefant reiten? Ja, kann man auf manchen, nicht auf allen. Gut. So, jetzt sind wir auf dem Elefant reiten. Ja. Also, dann musst du einen Elefant spielen und ich auch. So, Elefanten laufen dann so. Und die wackeln dann so ziemlich hin und her. Da genauso Hände und Beine, Hände und Füße, nicht auf den Knien. Und die sind ganz langsam so. Genau so. Komm weiter, Sandra. Den Elefant. Türe. Komm weiter. Genau, Türe. Oh, jetzt haben wir einen schnellen Elefanten hier. Ganz sehr schnell. So, dann gehen wir in einen Tempel. In Indien gibt es ganz viele Tempel, weil es ganz viele verschiedene Religionen gibt. Und da gibt es einen Tempel, das heißt Affentempel. Ja? Im Affentempel, Sandor, gibt es ganz viele Affen. Und die Affen sind Makaken, sind ganz schön frech. Weil die Affen, die stehlen dein Essen oder sowas, was du dabei hast. Ja? Wenn du eine Tüte hast, stehlen sie das Essen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen wieder. Wir laufen hier rum durch den Tempel. Oh, guck mal hier, den großen Tempel an, das große Haus hier, super. Oh, oh, jetzt kommen die Affen, schnell ein bisschen weg von Affen und das Essen retten. Das Essen retten, schnell, schnell, schnell. Genau. Oh Mann. Ja, und stopp, gut. Die kämpfen nämlich immer um das Essen. Das sind nämlich ganz schön schlaue Affen. So. Achtung. Pass mal auf deine Tüte auf hier mit deinem Essen da drin, Sandor. Sonst stehlen sie dir. Du musst gleich hochheben. Und schau hoch. Jetzt springen wir. Weg von Affen. Hochspringen. Dass sie die Tüte nicht bekommen. Hochspringen. Nein, ihr kriegt die Tüte nicht hier unten. Ihr böse Affen. Weg da. Gut, und stopp. Cool. Ist sie nämlich so, weil sie von allen Menschen nämlich dort Essen bekommen. Die müssen sie nicht selber suchen. Das sind heilige Affen. Oh, schon wieder Hände hoch! Und jetzt rennt ihr mit Hände hoch! Schnell! Genau, Hände hoch! So ist gut! So ist gut, jawohl! Super! Und stopp! Gut, jetzt habe ich keine Lust mehr auf den Tempel, Sandor. Ja, gehen wir woanders hin. Also. Ja, jetzt gehen wir auf den dritthöchsten Berg der Welt. Ja? Und bevor wir da hochgehen, machen wir mal eine kurze Pause. Und in der Pause holt euch mal schnell eure Zudecke hier. Aber ich ja? will auch Zwerge kennenlernen. Was willst du kennenlernen? Zwerge. Zwerge? Ein Tracker. Ach, Tracker. Tracker ist Power Patrol, glaube ich, gell? Ja. Aber vielleicht sehen wir den, wenn wir den Berg nachher runtergehen. So, die Decke, wenn ihr die habt, die legt ihr so vorne hin. Die brauchen nämlich dann Hals, aber komm hoch. So, jetzt gehen wir erstmal auf den höchsten Berg hoch. Da müssen wir ganz langsam hochgehen. Der ist so, wie ein Flugzeug fliegt. Ja? Wenn ein Flugzeug drüber fliegt, könnte fast das Flugzeug berühren. So hoch ist der Berg. Ja? So. Und dann gehen wir hier über unseren Stuhl drüber. Das kennt ihr schon. Und wieder runter. Genau. Und dann geht es noch ein bisschen höher. Jetzt noch ein bisschen höher. So. Komm mit, wir gehen mal zu zweit hoch hier. Ja.
Wir sind aber nicht ganz oben. Guck mal, oh, das ist so ganz innen hier. Ganz innen, bis runter zum Meer, so weit, ja? Ja. Oh, wieder runterspringen, hopp. Super Sprung, sehr gut, und weiter. Ja, und nochmal, genau, und jetzt sind wir oben an der Spitze. Jetzt sind wir oben an der Spitze, kommen wir mal her, da holen wir unser Fernglas mal raus. Komm, Sandra, wir gucken zu zweit. Durch das Fernglas durch. Oh, ist das schön. Ich glaube, da unten winkt ein Tracker. Siehst du ihn? Ja. Ja? Sollen wir runtergehen zum Tracker? Ja. Okay, dann spring runter. So. Oh ja, genau. Jetzt geht es nämlich ganz schnell bergab. Oh, und manchmal fallen wir hin. Und wenn wir fallen, das ist dann eure Decke, dann machen wir da einen Purzelbaum hier drüber. Ja. Super, Sandro. Wow. Und weiter. Ja, ich fand, wie fangen wir fertig ist. So, jetzt darfst du eine Rolle machen. Und zack, Rolle machen. Ja, super. Und gleich weiterlaufen. Oh, ich rutsche wieder aus und falle. Ja. Ich rutsche wieder aus. Und schnell. Jawohl, super. Sehr gut. Sehr gut. Immer. Oh, ich rutsche schon wieder. Ups, und hingefallen. Nein, ich rutsche wieder. Ja, du rutschst schon wieder aus. Oh, ist eine Nummer. Papa rutscht auch. Oh. Ja. Oh nein. Oh nein, Sandro. So, und jetzt, wenn wir hinfallen, machen wir hier so einen Baumstamm. Dann rollen wir leider so, wenn wir hinfallen. So rüberrollen. Genau. Und dann hoch. Oh, jetzt müssen wir andersrum rennen. Andersrum mal rennen. Und dann machen wir es so rollen. Genau, super. So rollen. Jawohl. Und weiter. Schnell, nicht. Ich bin schon wieder hingefallen, Sandro. Schnell. Ja. Oh, Sandro auch hingefallen. Papa auch hingefallen. Oh, dann rollen wir runter hier. Oh, Sandro wieder hingefallen. Mann. Und nochmal ein Purzelbaum da. Oh, das war aber schnell. Das war ganz schön knapp. Ja. Yeah. Und nochmal ein Purzelbaum, Sandro, da. Hier nochmal rum. Nochmal eine Rolle. Ja. Yeah. Sehr gut. Und noch einmal wälzen. Gut. Oh, das war ganz schön knapp. So. Ah, komm, das können wir liegen lassen. Lass das mal so liegen. Huh, jetzt sind wir unten. Hm? War ganz schön anstrengend. Hm? Jetzt siehst du Tracker da. Kannst du zum Tracker zu meinem Arzt, kannst Hallo zum Tracker sagen. Okay, so jetzt. Achtung. Dann gehen wir wieder ins Hotel. Da sitzt du doch. Da kannst du mit hinsitzen. So. Jetzt sind wir wieder im Hotel. Nicht hinlegen, komm. Hinsitzen erstmal. Jetzt müssen wir mal wieder. Unsere Tracker macht auch mit. Der sitzt neben dir, der Tracker. Ja? Ja. Jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Schuhe ausziehen. Beine strecken. Schuhe ausziehen. Ups. Andere Schuhe auch. Knie nach unten, du Mogli. So. Und jetzt müssen wir noch voll diese Ameisen wegmachen. Vielleicht sind da welche bei unserer Reise in die Schuhe reingekommen. Und die zwicken ganz blöd. Die müssen wir wegmachen. Schön Knie runter. Füße so anziehen. Guck mal so. Jawohl. Sehr gut. Super. Und dann sehen wir bei uns im Hotel einen Schmetterling. Machen die Füße zusammen so. Und dann machen wir einen Schmetterling. Und fliegen wieder weg. Schön wegfliegen. Sehr gut. Und dann sehen wir eine Biene. Wir halten das Bein so fest und machen einen Bienenstachel, dass die Biene sieht, oh, mein Stachel ist viel größer, ich bleibe lieber weg von ihm. Genau, Sandro, sitzen bleiben, super. Sehr gut. Und das Bein ganz lang machen. Oh, kann ich auch mit? Ganz lang. Tracker macht auch mit neben dir. Und dann machen wir so im Bienenstachel eine Babyschaukel. So, wir machen hier so, da liegt das Baby drin und da schaukeln wir so. Ja, da liegt der Sandro bei mir drin hier. Nicht? Und jetzt gucken wir, ob wir die Füße waschen müssen, weil wir haben ja ganz lange in Stiefeln gehabt. Ob die stinken, ob wir mal Stinkefuß hier. Genau, und Seite wechseln. Anderer Fuß, Sandro. So, Bein lang, erst Bienenstachel. Ja, erst Bienenstachel, dann gucken wir, ob die stinken. Erst Bienenstachel. Na. Gut. Babyschaukel. Ja.
Was, dein Baby heißt Tracker? Ja. Okay, Sandos Baby heißt Tracker. Hast du das gehört? Und Stinkefuß. Und was mit Everest? Was? Muss man meine Füße waschen, ne? Socken wechseln. Na, wer weiß. Muss man hinkriegen. Komm her. Ah, das ist richtig frisch hier. So, jetzt machen wir die Schnecke nach hinten, weil wir sehen eine Schnecke. Ich zeig's mal so, Sandro, bleib so sitzen. Und wir die Beine hoch und gehen mit den Beinen nach hinten auf den Boden. Ganz hoch. Los, hier hoch. Ja, super. Oh, noch nicht ganz. Ne? Probieren wir nochmal. Hoch und dann mit den Beinen auf den Boden. Ihr müsst den Popo weg zur Decke gehen. Nochmal. Ab hoch. So, ja, fast. So, jetzt setzen wir uns wieder hin. Hände zusammen. Hinter den Kopf. Und wir gucken, ob noch Ameisen im Boden sind. Sehr gut. Und jetzt machen wir noch die Gefangenenübung, Sandro. Kannst du dich daran erinnern? Hände in den Rücken, so zusammen machen. Auf den Bauch lehnen, der Tracker macht auch mit, ja? Tracker ist auch gefangen. Lasst die Hände in den Rücken, die Hände in den Rücken lassen, ja, weil eure Hände sind gefesselt. So, dann stehen wir ohne Hände auf. Oh, das Ding ist ja blöd. Hey, ohne Hände, du bist Schummler. Aufstehen. Ich drehe mich mal um, dass ich sehe. Jetzt geht er mit den Händen, die sind gefesselt. Höhere Po runter. Ich glaube, der Sandro mogelt gleich wieder. Mit den Beinen durch. Ja, super, jetzt. Und mit den Zähnen. Dürft ihr dann eure Fesseln aufmachen. Ihr seid frei. Und dann reisen wir weiter nach Australien. Ich glaube, ist unser nächstes Reiseziel. Wir reisen nach Australien. Da gibt es ganz schön viele. Genau, da trifft Tracker seinen Freund Carlos wieder. Und da gibt es ganz schön viele Kängurus. Wir springen nächstes Mal. Ganz viel. Okay? Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Sandro sagt tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche.